Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung Anderung im Pressetalk und heute ein bisschen anders. Wir haben nur einen Journalisten dabei, eigentlich sind wir zwei, ich bin ja auch einer. Aber dann haben wir uns dazu geladen, den Bundestagspräsidenten AD, Wolfgang Thierse. Herzlich willkommen und herzlich willkommen an Daniel Goffert von der Wirtschaftswoche. Wir drei waren vor 30 Jahren am 21. Juni 1991 nämlich in Bonn. Herr Goffert war da für die Berliner Morgenpost, heute für die Vivo. Und Wolfgang Thierse war da als Abgeordneter der SPD aus Berlin. Und ich war da für die Bild-Zeitung als Korrespondent. Denn an diesem Tag fiel ein ganz, ganz wesentlicher Beschluss. Nämlich, es war der Tag, an dem über den Sitz der Bundeshauptstadt entschieden werden sollte. Bonn oder Berlin. Und morgens, ich erzähle mal, wie es mir ging. Und gleich wollen wir hören, wie es den Herren ging. Morgens habe ich gedacht, das geht total schief, denn die Stimmung war total gegen Berlin. Aber es kam anders. Und warum es anders kam und wie, das wollen wir heute mal hören. Daniel Goffert, erzählen Sie doch mal, wie es Ihnen ging morgens am 30., am 21. Juni, vor 30 Jahren. Da waren wir alle noch ein bisschen jünger. Ja, wir waren deutlich jünger alle. Das sieht man auch in den alten Bildern noch. Ja, es war nicht so heiß wie heute, das weiß ich auch noch. Also Wolfgang Schäuble trug einen Pullover im Plenarsaal, ihm war, glaube ich, schon ein bisschen kühl. Es war ein kühler Tag, aber natürlich ein spannungsgeladener Tag. Sie haben es eben in der Anmoderation gesagt. Die Stimmung war, glaube ich, so generell, dass man dachte, das entscheidet sich für Bonn. Bonn hat als Hauptstadt ja auch, oder als provisorische Hauptstadt ja auch, reüssiert in all den Jahren und viele dachten, okay, das geht jetzt so weiter. Auf der anderen Seite gab es natürlich viele eben auch, die sagten, das kann gar nicht anders sein, dass es nach Berlin geht. Uns erwartete dann eine wirklich stundenlange Debatte. Ich weiß noch, dass ich als junger Journalist damals gedacht habe, wie soll ich das alles zu Papier bringen? Ja, man schreibt dann anfangs immer mit und dann werden die Argumente natürlich irgendwann gleichförmig, aber es war trotzdem eine wahnsinnig lebhafte Debatte. Und ich hatte auch so das Gefühl, ich kriege das gar nicht mehr so journalistisch aufgenommen, weil man versucht ja, die wichtigsten Redner herauszuhören. Und es war ja auch vollständig offen. Also im Gegensatz zu sonstigen Abstimmungen im Bundestag, wo man mehr oder weniger sicher sein konnte, dass entlang der bekannten Mehrheiten abgestimmt wird, war das eine völlig... Also Sie waren, so wie ich, der Ansicht, das geht schief. Ja, oder Sie waren ja aus Aachen, Sie kommen ja aus Aachen. Ja, ja. Also aus Ihrer Sicht wahrscheinlich, das geht gut. Naja, ich würde sagen, es wohnten zwei Herzen in meiner Brust. Ich habe für die Berliner Morgenpost damals gearbeitet. Ich kannte Berlin, ich war während der Mauerzeit da in Berlin, habe das alles erlebt und hatte schon eine große Sympathie für Berlin. Aber wie gesagt, ich bin in Aachen groß geworden, habe in Bonn studiert, ich kenne die Stadt eben auch. Mit Herrn Laschet zur Schule gegangen. Mit Herrn Laschet zur Schule gegangen damals und dort auch mit ihm zusammen studiert. Meine beiden Kinder sind in Bonn geboren. Also ich hatte schon auch eine Sympathie für die Stadt Bonn selber. Und so mischte sich bei mir die politische Überzeugung, dass es eigentlich nur Berlin sein konnte, mit meinen privaten, auch regional- und herkunftsbedingten Motiven, dass ich natürlich eine Sympathie für Bonn hatte. Herr Thierse, der Bundestagsabgeordnete der SPD in Berlin sitzt im Zug und denkt, oh Gott, alle sind sie gegen uns. Natürlich waren wir ja schon in Bonn, auch am Vorabend. Ich hatte ja die Nacht noch zugebracht, an meiner Rede zu feilen. Da musste ja jedes Wort sitzen, denn ich war sehr aufgeregt an dem Tag früh, denn die Debatte sollte beginnen mit der, und hat auch begonnen mit der Rede von Norbert Blüm für Bonn und der Rede von Wolfgang Thierse für Berlin. Und es war ja, das war schon eine wichtige Aufgabe und deswegen habe ich die fast wirklich noch in der Nacht gesessen und an jedem Satz noch gefeilt, denn man hatte nur 10 Minuten oder wie viel Zeit und da musste ja alles sitzen. Auch ich war der skeptischen Meinung, das geht schief. Die Bonner haben die Mehrheit. Die hatten auch einen ziemlichen Wirbel vorher gemacht. Nicht nur in der Stadt, sondern auch unter den Bundestagsabgeordneten. Sodass die Ausgangsposition war, wir müssen kämpfen. Wir müssen rhetorisch kämpfen, damit Berlin wirklich eine Chance hat. Und dann wurde es eine wirklich dramatische, spannende Debatte, weil nicht nur das Ergebnis offen war, sondern es war ja auch so, dass man überhaupt nicht wusste, außer von einer Reihe von bekannteren Kolleginnen und Kollegen, was deren Meinung ist. Aber von den meisten wusste man nicht, ob sie für Bonn oder Berlin sind. Deswegen hat man ganz anders zugehört. Es gab ja keine Partei- oder Fraktionsmeinung, sondern es waren individuelle Äußerungen. Und da äußerte sich sozusagen das Geschichtsgefühl der eigenen Abgeordneten. Man hat auch viel über Vorurteile und Ängste und Hoffnungen von Abgeordneten gehört. Also insofern eine
endlos lange, aber zugleich wirklich dramatische und spannende Debatte, die frühmorgens begann und im dunklen Abend endete. Ich will noch mal näher darauf eingehen. Wir haben hier ein Buch auch, das heißt zwar 25 Jahre Bundeshauptstadtbeschluss, aber das ist neu aufgelegt, jetzt 30 Jahre, und da sind die ganzen Reden drin und da die ganzen Zahlen drin, kann ich nur empfehlen. Herr Goffert, da sind wir reingegangen. Wir haben uns damals nicht gekannt. Vermutlich haben wir sogar nebeneinander gesessen. Ja, das war eng auf der Pressetribüne. Man saß da wie Heringe. Das war ja noch das Bonner Wasserberg, ja, wo man wirklich ganz eng beieinander saß. Ja, und vielleicht haben wir durch Zufall nebeneinander gesessen. Ja. Aber mir ging es so, und wir sind ja heute hier zusammengekommen, um mal zu erzählen, wie es uns so an dem Tag gegangen ist. Ja, und dann ging das los, und habe ich gesagt, Herr Thierse, das war am Anfang, da hört man noch nicht so ganz genau hin, da vibriert der Saal noch nicht. Aber ich habe gedacht, nach der Blümrede, ich weiß dann noch, Leute, das geht schief, weil er sehr emotional ja war. Ja, der Blüm hat ja in seiner Rede auch dieses Narrativ aufgenommen, was damals auch herrschte, dass man sagt, so gut, Bonn war 40 Jahre lang ein Provisorium, ein dauerhaftes Provisorium, was sich aber gemausert hat. Also Bonn galt als bescheidene, kleine Hauptstadt oder Regierungssitz eines großen, wichtigen, reichen, aber doch noch auch sehr zurückhaltenden Landes. Also diese Eigendarstellung von Deutschland als wirtschaftlicher Riese und politischen Zwerg, das war ja Bonn sozusagen in Stadtform gegossen. Das entsprach dem ja perfekt. Und diese, ich sag mal auch mal so reinig, westbundesrepublikanisch geprägte Attitüde, dass man sich bei gewissen Dingen so zurückhält, dass man diese Bescheidenheit auch irgendwo, man kann negativ sagen, zur Masche macht, aber auch ein bisschen so auch die Art war, das passte schon auch zur Stadt. Und das floss, glaube ich, auch so in die Rede von Norbert Blüm ein, der eben diese langsame Entwicklung von diesem Provisorium Bonn dann doch zu einer respektablen Hauptstadt versuchte darzulegen. Und dann kam Sie, glaube ich, direkt danach. Ja. Genau. Und Sie haben dann das gemacht, was natürlich den Gegenpol dieser Debatte bildete. Sie haben ja eben auch auf die Gefühle der Ostdeutschen rekurriert, haben auch gesagt, wenn ich mich recht erinnere, dass eben alle wichtigen Dinge in Westdeutschland waren, die Wirtschaft, die Unternehmen, die wichtigsten Institutionen, die Bundesgerichte. Und dass Ostdeutschland im Prinzip nur so eine Art Anhängsel wird und dauerhaft zu werden droht, wenn eben Berlin nicht Hauptstadt war. Und damit waren, glaube ich, in diesen beiden ersten Reden, wenn ich das so richtig erinnere, diese Kontrapunkte gesetzt. Die Flöcke waren gesetzt. Genau. Und danach, also innerhalb dieses Spannungsbogen, den eben Herr Blüm und Herr Thierse aufgezeigt hatten in ihren Eingangsreden, da bewegte sich dann auch in den nächsten Stunden die Debatte. Ich will noch mal näher darauf eingehen, Herr Thierse. Haben Sie an der Rede dann noch mal gefeilt, als Sie an Ihrem Pult saßen im Bundestag? Nein. Und während Blüm sprach und sagt, ich muss vielleicht meine Tonart noch verändern? Nein, ich erinnere mich nicht daran. Ich glaube nicht, dass ich das noch mal gemacht habe. Ich hatte ja stundenlang nachts gesessen. Also kann man nicht noch mal ganz schnell. Sondern mein Punkt war doch, erstens nicht gegen Bonn zu reden. Das hätte ich unfair gefunden. Deswegen habe ich ja auch ausdrücklich freundliche Worte zu Bonn gesagt. Und dass es nicht um diese beiden Städte geht, sondern für mich war das Hauptargument das unerhörte Ereignis der Wiedervereinigung. Hat überhaupt erst ermöglicht, dass wir über diese Frage diskutieren. Und deswegen wäre es eine Beleidigung nicht nur der Berliner, der Ostdeutschen, die das ermöglicht haben durch die Friedliche Revolution, wenn jetzt Berlin mit dem Titel abgefunden wird. Da gab es Rumoren, als ich sagte, das wäre eine Beleidigung. Mhm. Wäre auch eine wirkliche gewesen. Und das hat mich auch fassungslos gemacht vorher schon, als die ganzen Debatte, der Titel reicht und alles soll in der Sache aber in Bonn bleiben. Wie kann man so reden? Aber das entscheidende Argument war für mich, dass jetzt nach der Wiedervereinigung das Staatsschiff schief ist. Alle Schwergewichte liegen im Westen. Hamburg und Bremen, Handel, ich habe es etwas vereinfacht. Der industrielle Schwerpunkt ist in Nordrhein-Westfalen. Der Schwerpunkt der Technologie, der Moderne ist in Baden-Württemberg, Stuttgart und München. Und in Ostdeutschland. Finanzen in Frankfurt. Ja. Und Ostdeutschland ist auf längere Zeit der schwächere, problematischere Teil. Deswegen muss die Politik ihr Schwergewicht dorthin verlegen, damit das Staatsschiff etwa in die Waage kommt. Das war für mich sozusagen das hauptsächliche Argument. Und wir hatten ja vorher auch in dem Pro-Berlin-Antrag, da ging es ja darum,
Ich erinnere mich, ich habe vor allem mit Rupert Scholz zusammengesessen. Wir beiden haben ganz wesentlich diesen Antrag ausgearbeitet. Da haben wir gesagt, wir müssen das so machen, dass noch Leute, die schwanken, die noch nicht entschieden waren, dass sie sozusagen mitkommen können. Es gab ja noch einen dritten Antrag, der ist ganz vergessen sozusagen, so eine Art von Arbeitsteilung. Geißler steckte dahinter. Und da dachte ich, was soll diese Arbeitsteilung? Nicht? Also die mussten wir auch noch gewinnen durch die Art unseres Antrags, dass sie dann in der endgültigen Abstimmung für Berlin stimmen. Das war sozusagen die Eröffnung. Da waren schon die wesentlichen Argumente gesandt, aber die Art und Weise, wie die Einzelnen formulierten. Deswegen habe ich gesagt, ihr Geschichtsgefühl, es hatte viel damit zu tun, wie man die deutsche Einheit emotional betrachtete, wie man dazu stand, dass im 40 Jahre lang alle immer die Verpflichtung gegenüber Berlin in den Mund geführt haben. Ja, der Bonner Oberbürgermeister hat immer bekannt, Berlin ist die Hauptstadt, aber jetzt war wohl nicht mehr die Rede davon. Nicht? Und das habe ich übrigens auch mit in meiner Rede und dass das doch immer die Beteuerung war und dass das eine bestimmte Art von Verrat, das Wort habe ich allerdings nicht in den Mund genommen, weil das wäre zu scharf gewesen. Aber so ging es mir und das Empfinden weiß ich bis heute noch. Ich sage, wir haben doch alle in der Schule gelernt, Berlin ist die Hauptstadt und das wird sie wieder werden, wenn wir zusammenkommen, die Brüder und Schwestern wieder dabei sind und so. Und nun reden die alle davon, als sei das nur Schall und Rauch gewesen. So ging es mir. Ja, das war sicher so. Es gab ja auch viele, also neben den politischen, historischen Gründen, muss man ja zugeben, gab es auch noch zwei gewichtige emotionale Dinge. Das eine war es... Und diese zwei emotionalen Dinge, die bewahren sich auf für nach der Werbepause. Okay. Ja, und dann sind wir wieder da mit Daniel Goffert und Wolfgang Thierse und wir reden über den 21. Juni 1991. Die wenigsten wissen das. Das war einer der ganz wichtigen Entscheidungstage nach dem Mauerfall, nach der Wiedervereinigung. Nämlich, welche Stadt wird Hauptstadt? Bonn oder Berlin? Bonn vielleicht war bisher provisorisch. Und jetzt sollte etwas festgefügt werden, wie es bei Goethe stand, festgefügt, bei Schiller. Ja, das wollen wir jetzt nicht rezitieren. Jetzt machen wir die Werbepause, können Sie nachlesen. Zurück in unsere Sendung Andruck den Pressetalk, heute mit Daniel Goffert von der Wirtschaftswoche und Wolfgang Thierse, ehemaliger Bundestagspräsident. Und wir reden über den 21. Juni 1991, vor 30 Jahren, fiel in Bonn die Entscheidung, dass Berlin wieder Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland wird. Das Wort wieder ist falsch, aber Berlin wieder Hauptstadt wird. Ich habe eben vor der kurzen Werbepause gefragt, emotional ging es mir so und sagt, wir haben doch in der Schule alle gelernt, ja, wenn die Brüder und Schwestern wiederkommen, wird Berlin wieder Hauptstadt, ist doch völlig klar, kann man nicht drüber reden. Und jetzt höre ich im Bundestag, ist überhaupt nichts klar, das wollen wir nicht, sagten die Kolleginnen und Genossinnen und Genossen aus Nordrhein-Westfalen zum Beispiel. Ja, aber wie gesagt, es gab, glaube ich, neben den historischen Gründen, politischen Gründen, die in diesen beiden ersten Reden von Herrn Thierse und von Herrn Blüm damals aufgezeigt worden sind, ja auch emotionale Gründe, über die man nicht so ganz offen gesprochen hat. Schöne Häuschen. Naja, natürlich schöne Häuschen. Es gab in Bonn nun zehntausende Menschen, die da arbeiteten, die da Häuser hatten, die da Familie hatten, die ungern wegziehen wollten. Also das Gefühl, dass man aus diesem schönen Ort ungern wegzieht, das bestimmte natürlich schon viele Leute. Es gab auch diese Ängste, gab auch Plakate, tausche Einzimmerwohnung in Berlin gegen Haus in Bad Godesberg. Also ich weiß, als ich meinen ersten Tag hatte mit einem Berliner Kennzeichen zu meiner damaligen Bonner Wohnung fuhr, kriegte ich, als ich wieder runterkam, ich habe nur kurz meine Tasche hochgebracht, war das ganze Auto zugeklebt mit Aufklebern Ja zu Bonn. Und also es war schon auch eine richtige Kampf- und Kontrastimmung in Bonn und im ganzen Rheinland, glaube ich. Und das zweite Emotionale, was man auch nicht vergessen darf und das heute, glaube ich, nicht mehr so viel in Erinnerung ist, ist aber die Tatsache, dass Berlin so ein bisschen gezeichnet wurde als großer Moloch, als Millionenstadt, wo dann alles verloren geht. Also diese Nähe, die man in Bonn hatte, sozusagen, man begegnet sich von Mensch zu Mensch, man lebt im richtigen Leben in Bonn, wo das Quatsch war, es war auch nur eine Blase, aber es war halt eine kleine Blase. Und in den Moloch Berlin geht alles unter. Und da verliert dann die Politik endgültig den Kontakt zum Volk und so weiter. Also auch diese Ängste, ich sag mal, des Rheinländers vor dem preußischen Moloch Berlin wurden eben damals auch so ein bisschen gepflegt und hatten auch eine Wirkung, wenn ich mich recht erinnere. Also das stimmt. Ich habe immer verstanden, dass die Bonner und die Rheinländer und die nordrhein-westfälischen Abgeordneten für Bonn kämpfen.
Das ist doch erklärlich. Das fast so erklärlich war mir das nicht. Nein, das habe ich verstanden. Das ist ja fast Ihre Pflicht. Umso mutiger waren einige von den nordrhein-westfälischen Abgeordneten, die doch für Berlin gestimmt haben. Aber das andere, also Johannes Rau, der hat ja auch geredet, für Bonn gesprochen hat, ist doch klar. Was mich geärgert hat, ist genau das, dass dieses Zerrbild, das von Berlin gezeichnet wurde, der Moloch Berlin oder der Umzug nach Bonn, das wäre die Wiederkehr zum preußischen Militarismus und wer weiß was noch alles. Also das fand ich verrückt, denn Berlin war alles andere als eine militaristische oder die Nazi-Hochburg oder sowas, sondern es war ja eher eine rote Stadt historisch, bis die Nazis sie dann 33 eingenommen haben. Also diese Mobilisierung von Ängsten gegen die Großstadt, gegen das Zentrum Preußens, die Wiederkehr der schlimmer alter Geschichte, das hat mich geärgert. Und das ist ja auch widerlegt worden. Also die damaligen Ängste, die Bonner Republik war so gut, so gemütlich und so angemessen, so menschenfreundlich. Und wir sind nicht eine Berliner Republik geworden, jedenfalls nicht im Sinne der Ängste. Die Grundkoordinaten der deutschen Politik sind die gleichen geblieben. Eine europäisch gesinnte, westlich orientierte Politik etc. Also keine Rückkehr zu Preußen. Das ist aber in der Entwicklung so gekommen, Gott sei Dank. Ja, aber ich will nur sagen, die Ängste, was mich bei den Vorurteilen gegen Berlin geärgert hat, das ist nicht bestätigt worden. Das kann man wenigstens sagen. Darauf will ich noch mal näher eingehen. Herr Terse, in den Gesprächen mit Ihren Parteifreunden, Freunden der Fraktion immer freundlich, man duzte sich. Ja, und dann kommt Wolfgang Clement, der war ja einer der schlimmsten Agitatoren für Bonn. Ja, haben Sie versucht, den zu überzeugen oder haben Sie es gelassen, weil Sie wussten, das hat sowieso keinen Sinn? Nein, das hat keinen Zweck, weil ich habe verstanden, dass die Nordrhein-Westfalen für Bonn kämpfen. Aber es hat ja auch vorher schon in der Fraktion und sogar auf einem SPD-Parteitag den Gegenstand der Debatte Bonn oder Berlin gegeben. Und ich erinnere mich an eine geradezu pathetische und eindrucksvolle Rede von Erhard Eppler, der gesagt hat, wir müssen nach Berlin gehen. Das ist unsere Geschichte. In Berlin schreit alles, jeder Stein schreit vor Geschichte. Alle Bundesparteitag in Berlin. Ja. Und so. Und da gab es ja auch eine Abstimmung, die sehr knapp ausging auf dem Parteitag. Das war ja nur eine Richtungsorientierung. Aber ich will daran erinnern, es hat ja eine Reihe von bedeutenden Reden gegeben. Die Rede von Schäuble hat gewiss in den eigenen Reihen der CDU besonders viel Wirkung gezeitigt. Die Älteren waren alle für Berlin. Also Kohl und Brandt und Vogel und so weiter. Und Willy Brandt, das werde ich nie vergessen, der war ja von einer Fassungslosigkeit, dass alle Versprechen für Berlin nicht mehr gelten, dass das schiefgehen könnte. Der war persönlich getroffen. Tief getroffen, sodass er dann einen Vergleich gemacht hat, der die Bonn-Anhänger richtig geärgert hat, nämlich gesagt, stellen Sie sich vor, die Franzosen wären nach der Befreiung von der Nazi-Herrschaft auf die Idee gekommen, Vichy Hauptstadt sein zu lassen. Dieser Vergleich zwischen Bonn und Vichy hat die Wut erregt, aber er verriet die Fassungslosigkeit von Willy Brandt. Dass er sagt, das kann doch alles nicht wahr sein. Und da ist er zu diesem Vergleich gekommen. Also wie gesagt, es gab belanglosere Reden, aber es gab eben auch eine ganze Reihe von sehr gewichtigen, persönlich gefärbten Reden, die aber von großer politischer und rhetorischer Qualität waren. Vor allen Dingen sehr emotional. Vogel war damals da. Kohl hat sich dafür ausgesprochen. Brandt, Schäuble. Also auch, sagen wir mal, die bekannten großen Namen in beiden Parteien war am Ende für. Aber die Stimmung kippte dennoch nicht, bis Wolfgang Schäuble kam. Ja, diese Woche in der FAZ. Als ich sprach, spürte ich, du hast den Saal. Ja, das, ich weiß nicht, ob er das erklärt. Das spielt ja verschiedenes eine Rolle. Ja. Vor allem aber auch, dass da einer redet, der ganz elend aussah, relativ kurze Zeit nach dem Attentat, einen vom Schicksal gezeichnete. Das hat natürlich seiner Rede nochmal eine ganz andere Wucht gegeben. Und ich sage ausdrücklich, ich weiß nicht, ob er bei der SPD jemand überzeugte, aber in den eigenen Reihen, da dürften eine Reihe von Abgeordneten doch richtig berührt worden sein. Insofern war es eine wichtige Rede, so wie die Rede von Vogel und Brandt sozusagen auf unserer Seite von großem Gewicht war. Wie ging es uns denn, uns dreien persönlich? Ich fange mal an bei Ihnen, Herr Terse, als ich hörte, ich weiß, was ich empfunden habe, aber ich rede als Letzter dazu.
Wie war das, als Sie ihn reden hörten? Hatten Sie das Gefühl, es dreht sich jetzt der Saal? Nein, ich hab gesagt, ja, Gott sei Dank spricht er für Berlin. Das war vorher nicht so klar gewesen. Also wir wussten von einer Reihe von Abgeordneten, wo sie stehen. Dass Ingrid Matthäus-Meyer für Bonn ist, weil sie da Abgeordnete ist und solche Dinge. Aber wir wussten bei einer Reihe von Kollegen nicht, wie sie sind. Und deswegen war es von wirklichem Gewicht. Und da hat man dann auch aufmerksam zugehört, weil eben viele nicht gerne wissen, was wird er jetzt sagen? Wofür das sich ausbringt? Schließlich war ein Abgeordneter aus dem Südwesten Deutschlands. Sein Wahlkreis ist fast der von Berlin am weitesten entfernte. Und deswegen ist es von Gewicht. Vielleicht kann der den Moloch Berlin deswegen nicht. Nein, das weiß ich nicht. Also das. Naja, aber es ist, wie hat er gesagt, Herr Schaub, er saß damals im Rollstuhl nach dem Attentat. Ja. Ja, ja. Und für ihn war es sicherlich auch am beschwerlichsten immer diese Reiserei. Und insofern, glaube ich, machte das schon Eindruck, dass er, der den weitesten Weg auch hatte, aus einer sehr europäisch-historischen Argumentation heraus sich so für Berlin aussprach, dass er also auch die Leute beim Port-P packte. Ich erinnere mich, dass er irgendwas formuliert hat, stellt euch mal vor, wir hätten einfach mal was wünschen können, also wir hätten den Wunsch gehabt, dass wir Berlin wieder zur Hauptstadt machen können. Hätte doch niemand im Saal gesagt, das machen wir nicht. So, und jetzt, wo es soweit ist, da wollt ihr nicht. Also das hat, glaube ich, viele auch in der Union, in der katholisch geprägten Rheinischen Union, dann doch auch viele gepackt. Ich erinnere mich, oben auf der Pressetribüne haben uns angeguckt, bestimmte Momente bleiben ja immer erhalten im Gedächtnis, und haben gesagt, das war's. Das war's. Das war der Durchbruch. Vielleicht haben wir uns beide auch zugenickt. Auch bei Schäuble weiß ich gar nicht. Ich muss ja, mir ging es bei Schäuble nach der Rede wirklich so. Ja. Und ich merkte bei den Kollegen, bei den anderen, ihr sagt, das war. Also ich weil ich ziemlich skeptisch war, war ich da immer noch nicht sicher. Deswegen war ja die Erleichterung so groß, als das Ergebnis verkündet wurde von Rita Süssmuth, die ja ausdrücklich für Bonn votiert hat. Ja. Sie war für Bonn. Ja. Und das Ergebnis war dann ja auch sehr. Knapp. Furios. Stimmen, ne? Es ist, die PDS-Fraktion hatte eine Stimme für Bonn und 17 Stimmen für Berlin, und das waren genau die Stimmen, die fehlen. Ja, ja, das heißt, dank der PDS, ja, klar, dank Gregor Gysi, wie er ja selber sagt. Die eine Stimme aus der SED-PDS für Bonn war ja überraschend, denn es war ja eine rein ostdeutsche Partei. Ja. Das war sie ja noch. Alle anderen waren gesamtdeutsche Parteien, in denen es also einen starken westdeutschen, den viel stärkeren westdeutschen Teil gab. Dass diese ostdeutsche Partei für Berlin stimmt, das ist sowas von erklärlich und keinerlei Heldentat. Also soll Gregor Gysi nicht tun, wer weiß, was er gemacht hat. Er hat das Selbstverständlichste getan, Punkt. Aber es gab in Sachsen ja auch zum Beispiel große Vorbehalte gegen Berlin. Also ja, das weiß ich natürlich. In den anderen Parteien gab es, ja, aber das war ja aber nicht die SED, deren Herrschaftsort Ost-Berlin gewesen ist, sondern die Antipathien gegen Berlin, die gab es natürlich in der DDR. Weil da stimmte das nicht. Die wurde immer gedacht, die kriegen alles. Die Bananen gehen nach Berlin und wir kriegen nichts. Ja. Die Baukapazitäten gehen nach Berlin, da wird der Palast der Republik gebaut und bei uns findet nichts statt. Ja. Also diesen Ärger habe ich immer gut verstanden. Ja. Ja, aber nun ist die Entscheidung gefallen. In Berlin, und jetzt müssen wir noch reden, es ist nämlich denn doch eine Entscheidung auch gewesen, wo ein Teil der Ministerien in Berlin bleiben sollte. Das ist bis heute noch so. Und die Frage ist, warum ist das so? Und die Frage stelle ich an den Thierse nach der Werbepause. Das ist die letzte Werbepause, und dann gehen wir in die letzte Runde von Andruck, ja, und wir reden über den 21. Juni 1991, vor 30 Jahren, wurde beschlossen im Bundestag, dass Berlin wieder Bundeshauptstadt wird. War gut so. Bis gleich. Zurück in unserer letzten Runde für Andruck, den Pressetalk. Und wir reden über den 21. Juni 1991. 30 Jahre ist es her. Da wurde im Bundestag beschlossen, dass Berlin wieder Hauptstadt wird. Aber es sind immer noch Teile von Ministerien in Bonn. Lese ich. Manchmal denke ich, es ist alles normal, alles ist hier, und dann kommen wieder Tausende. Stimmt das wirklich, Herr Bundestagspräsident AD? Konnten Sie das nicht irgendwie beeinflussen? Also, es war Gegenstand auch unseres Antrags, des Pro-Berlin-Antrags, dass nicht alles nach Berlin soll. Das war der Versuch, noch Bonn-Anhänger für Berlin zu gewinnen. Und so ist dann später
durch ein Gesetz geregelt worden, welche Ministerien ihren Sitz in Berlin haben, welche in Bonn. Klar war, das Parlament, das Zentrum unserer Demokratie, zieht vollständig nach Berlin. Aber Regierungsfunktionen können in Bonn bleiben. Das war vor 30 Jahren. Zugleich ist in diesem Gesetz ja auch geregelt worden, dass der Bund für Bonn erhebliche finanzielle Mittel zur Verfügung stellt. Ich betone das so, weil man jetzt sagen muss, der Bund hat seine Verpflichtung erfüllt. Übererfüllt oder erfüllt? Sogar übererfüllt. Bonn geht es ökonomisch blendend. Es ist eine wirklich gute, gelingende Stadt. Es gibt also kein ökonomisches Argument mehr für die Arbeitsteilung. Das war ja die Befürchtung, die man ernst nehmen musste. Wenn die alle weggehen, bricht Bonn zusammen. Und das nehmen wir ernst. Also ein Teil der Ministerien bleibt in Bonn und wir subventionieren die Stadt, damit dort Investitionen passieren. Das ist gelungen. Und deswegen kann man nach 30 Jahren ganz ruhig fragen, ist diese Arbeitsteilung noch notwendig? Ich glaube nicht. Ich bin dafür, dass alle Ministerien ihren Sitz in Berlin haben. Dazu brauchen wir ein Gesetz. Aber, ja, da muss es eine neue Entscheidung des Bundestages geben. Aber es müssen nicht alle Bundesbediensteten nach Berlin kommen. Bestimmte Verwaltungseinheiten, die es ja gibt, die zu Ministerien gehören, können in Bonn bleiben oder in Bonn angesiedelt werden. Aber dass sozusagen Regierungssitze noch dort sind, ist Unsinn. Bonn ist eine, das war ja auch die Idee, Bundesstadt, internationale Organisation, Entwicklungshilfe hat dort ein Zentrum, die Deutsche Welle ist da, UN-Sekretariat, also da ist wirklich viel passiert. Also man könnte es ändern. Man könnte es ändern, allerdings verlangt es einen Kraftakt, nämlich eine politische Entscheidung, das wird bisher immer aus Nordrhein-Westfalen verhindert. Das kann man verstehen, dass sie immer noch alles verteidigen, was da ist. Also läuft es anders. Inzwischen ist eine große Zahl von Stellen aus der Regierung längst nach Berlin gewandert. Man wird auch ganz ruhig sagen können, alle Jüngeren, die sozusagen Karriere machen wollen, die etwas noch in der Regierung wollen, die wollen natürlich viel lieber in Berlin sein, denn da spielt nun mal die Musik. Bonn ist doch ein Stück weg. Das sage ich ohne Vorwurf, das ist gar keine Kritik, das ist sozusagen der natürliche Gang der Dinge. Ich will nur noch mal anekdotisch erinnern, bei der Debatte damals im Vorfeld wurde ja als Gegenbeispiel genannt, Australien. Da ist das kleine Canberra die Hauptstadt und nicht Melbourne oder Sydney. Oder es wurde Holland als Beispiel genommen. Da habe ich immer nur den Kopf geschüttelt, wie man so dumme Vergleiche anstellen kann. Das ist ja absolut nicht vergleichbar gewesen. Und man sieht auch, es gibt diesen Rutschbahneffekt automatisch. Das läuft auch weiter. Und vielleicht trauen dann alle darauf, nicht drüber reden, aber immer mal dran denken und die Sache weiterlaufen lassen. Na gut. Das können wir ja so machen, dann fahren wir keine neue Diskussion. Aber eine Diskussion, die 30 Jahre nach dem Beschluss entstanden ist, die heißt, ja, die da in Berlin, die vernachlässigen uns im Osten. Die Hoffnung, die damit verbunden war, auch mit dem Beschluss für Berlin, war ja auch, dass eine stärkere Entwicklung für den Osten damit verknüpft wird. Ist das nun passiert oder nicht passiert? Sie vertreten ja Schreiben für die Wirtschaftswoche aus ökonomischer Sicht. Manchmal habe ich den Eindruck, das ist furchtbar übertrieben. Dann werde ich gescholten und sage, nee, du verstehst nichts von der Seele des Ostdeutschen. Also für mich ist es keine Seelenfrage, sondern eine Frage auch einer gewissen ökonomischen Gerechtigkeit. Ich meine, Matthias hat es in seiner Rede damals gesagt, dass es im Osten halt viel zu wenig Gewicht gibt, weshalb das Staatsschiff halt schief nach Westen hängt. Das ist schon ein Stück weit korrigiert worden. Man kann jetzt nicht den Sitz von DAX-Unternehmen in den Osten zwangsverlagern. Das wird dann nicht mehr passieren. Aber ich glaube schon, dass die vielen, vielen Investitionen jetzt auch über mehr als 30 Jahre in den Osten schon auch überproportional waren. Also es ist, wenn man das pro Kopf ausrechnet, sicherlich dann mehr im Osten investiert worden in den letzten 30 Jahren als pro Kopf gerechnet jetzt in Westdeutschland. Man sieht es teilweise auch. Ich meine, vieles von der Infrastruktur in Ostdeutschland ist picobello. Und wenn man dann mal durch gewisse Städte im Ruhrgebiet fährt oder man merkt es an den Autobahnen, die Ost-West-Verbindungen sind alle super. Wenn man mal von Norden nach Süden fährt, gilt das schon nicht mehr so. Ich leide eben einmal die A1 zu fahren. Also das sind, glaube ich, Vorurteile, die nicht mehr ganz stimmen. Es ist sehr, sehr viel getan worden für den Osten. Man kann sagen, es ist nie genug. Es gibt immer noch Dinge wie Lohnungleichheit, aber es gibt auch immer noch Dinge wie unterschiedliche Mieten zum Beispiel. Also es werden oft Vergleiche gezogen, die auch nicht ganz fair sind. Mein Fazit ist,
Dadurch, dass Berlin Hauptstadt geworden ist, ist automatisch ein Fokus nach Ostdeutschland gerichtet worden, weil die Menschen, die hier auch arbeiten, Meinung bilden, politisch entscheiden, berichten, die leben in Berlin und auch fahren sie ins Umland raus. Und man fährt nach Leipzig und es sind jetzt von Berlin aus eine gute Autostunde. Das hätte man von Bonn aus niemals gemacht. Also man erfährt den Osten auch viel mehr. Der Berliner und auch der Politiker, man fährt am Wochenende an die Ostsee, das hätte man von Berlin aus nie gemacht, von Bonn aus nie gemacht. Also es ist schon allein durch die Tatsache, dass die Menschen da sind, hier leben und das, was um sie herum passiert, auch in ihre Entscheidungen, ihre Berichte, alles einfließen lassen, ist schon doch ein starker Fokus auf Ostdeutschland gelegt worden. Aber jetzt hier, ja, aber bitte. Man stelle sich vor, die Entscheidung wäre anders ausgefallen. Nicht auszudenken. Regierung und Parlament säßen in Bonn. Wie sähe Berlin aus? Es wäre ein geradezu mörderisches Subventionsloch. Und ich glaube, das Interesse für Ostdeutschland wäre wirklich geringer. Ich war 9 Jahre in Bonn, als Berliner und als Ostdeutscher. Und ich weiß, dass der Satz von den hinter den 7 Bergen nicht ganz falsch ist. Das ist eine andere Mentalität, eine andere Wahrnehmung. Man ist weiter weg. Ich habe doch nicht gesagt, dass damit Wunder eintreten, sondern dass sozusagen die Wahrnehmung viel näher ist. Ich sag, Berlin ist als Stadt zudringlicher und der Osten ist einfach näher und wahrnehmbarer. Und deswegen glaube ich schon, dass es zu dieser Entscheidung ja gehörte. Wir müssen irrsinnige finanzielle und ökonomische Kraftanstrengungen unternehmen, um die ostdeutschen Verhältnisse ökonomisch, sozial anzugleichen. Dass das nach 30 Jahren immer noch nicht zu Ende ist, das wissen wir. Das tut weh, ja, den Betroffenen. Aber andererseits ist es auch kein Wunder. Ich wünsche mir immer, dass meine lieben ostdeutschen Landsleute, gerade die nicht wahrnehmen wollen, was alles passiert ist positiv, was sie auch selber geleistet haben, dass sie doch bitte nach Osten schauen, nach Polen, nach Tschechien, nach Russland. Das ist die Vergleichsgröße für die Ex-DDR. Nicht nur der Westen, in dem wir immer geschaut haben. Und der Blick hat uns immer Minderwertigkeitsgefühle verursacht, weil die immer besser waren im Westen, immer erfolgreicher, reicher, anerkannter. Und da sage ich, aber guck doch mal in die andere Richtung. Da sieht man, was wir alles geleistet haben unter schmerzlichen Bedingungen ohne Zweifel. Also ich glaube schon, dass der Umzug nach Berlin nicht Wunder bewirkt hat, aber dass er hilfreich war, bezogen auf die Entwicklung in Ostdeutschland. Und die Frage ist ja bei vielen Ostdeutschen jetzt bei der sachsen-anhaltinischen Wahl wieder hochgekommen, warum sind die Löhne noch nicht angeglichen? Warum sind die Renten noch nicht angeglichen? 30 Jahre danach. Ja gut, warum, wieso ist das so? Ja gut, bei den Renten muss ich sagen, da, wenn man das mal so berechnet, da könnte Ostdeutschland, glaube ich, nicht klagen. Eher gibt es die Klage über die Löhne, aber da sage ich auch mal, Löhne bilden sich halt vor Ort. Ich meine, in München werden auch höhere Löhne bezahlt als zum Beispiel in Bitburg in der Eifel, im tiefsten Westen. Also in Hotspots wird immer mehr bezahlt. Und natürlich ist der Lohn eines Arbeiters in Halle oder in irgendeiner Stadt in Ostdeutschland, in einer Kleinstadt, geringer. Aber auch wenn man in Leipzig arbeitet, verdient man auch mehr, als wenn man in der Prignitz arbeitet. Also da finde ich, ist dieses Ost-West-Maß ein bisschen schräg. Und man muss auch ehrlicherweise auch sagen, was ich eben sagte, in Westdeutschland wird oft mehr als ein Drittel bis die Hälfte für die Miete aufgewendet. Das ist in Ostdeutschland grosso modo nicht so. Also auch da muss man einfach mal sehen, die Lebenshaltungskosten sind dann auch billiger. Also nur den Lohn isoliert zu sehen, losgelöst von den anderen Faktoren, ist, glaube ich, ein bisschen schräg. Und ich würde dann immer, ich darf das als Ostdeutscher meinen ostdeutschen Landsleuten sagen, ja, warum seid ihr so wenig in der Gewerkschaft organisiert? Warum kämpft ihr nicht für bessere Tariflöhne? Das gehört dazu. Das zur Realität gehört, dass man für die Lohnangleichung kämpfen muss und sich nicht von anderen erwarten darf. Damit sage ich nicht, dass das leicht wäre. Erscheint es sozusagen wie ein Standortvorteil, dass die in Ostdeutschland eine Stunde oder mehr länger arbeiten in der Woche und noch nie ihre Löhne haben. Aber man muss natürlich kämpfen, dass diese Differenz überwunden wird, weil die Produktivität in Ostdeutschland teilweise noch niedriger ist, aber in anderen Unternehmen ist sie nicht niedriger, also sind dort gleiche Löhne gerechtfertigt. Und meine letzte Bemerkung dazu, ich bin ja über die Jahre immer gefragt worden, wann ist denn die Einheit vollendet? Und da fallen mir Verschiedenes ein, aber ein Kriterium für mich ist ganz einfach. Wenn die Unterschiede zwischen Ost und West in Deutschland etwa so groß sind wie zwischen Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg. Ostdeutschland war immer ein Land
unterschiedlicher Verhältnisse, ökonomisch, sozial, kulturell, auch mental. Und da sage ich, diese Relation, und man sieht inzwischen, dass es in Ostdeutschland hier auch schon große Unterschiede ist. Leipzig, Jena, das sind Erfolgsregionen, Dresden sind Erfolgsregionen, der Raum Berlin ringsum. Und es gibt andere ausgesprochene Problemgebiete, Sachsen-Anhalt gehört dazu, Teile von Brandenburg, Teile von Thüringen. Das sind Unterschiede, die auf etwas niedrigem Niveau vergleichbar sind mit den Unterschieden im Westen Deutschlands. Das hilft oder erleichtert den Betroffenen nicht das Ertragen der Differenz. Und deswegen verstehe ich, dass man kämpft und schimpft, aber ich verstehe nicht sozusagen das prinzipielle Jammern, das dann noch verstärkt wird, als sei alles gescheitert. Sag ich, nein, wir Ostdeutschen haben Anlass, selbstbewusst auf die vergangenen 30 Jahre zu schauen. Wir haben schmerzliche Veränderungen gemeistert, unterschiedlich erfolgreich, aber immerhin. Aber immerhin, war ein schönes Schlusswort. Wir sind nämlich am Ende der Sendung. Ich bedanke mich bei Daniel Goffert von der Wirtschaftswoche und bei Wolfgang Thierse, Bundestagspräsident. Ade, Ade, außer Diensten heißt immer, Sie kommen irgendwann wieder. Ja, mal sehen. War eine schöne Zeit. Ja. Und ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie zugeschaut haben. 30 Jahre Beschluss in Bonn, dass Berlin Hauptstadt wird am 21. Juni 1991. Es war eine spannende Sitzung. Wir drei waren dabei. Und wir haben sie ein bisschen mitfiebern lassen und auch zittern lassen. Es war wirklich eine Zitterpartie, bis Wolfgang Stäuble aufstand und sprach. Und dann war es passiert. Seitdem ist Berlin Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland. Vielen Dank, bis nächste Woche und tschüss.